Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Orwell. Ich weiß nicht so recht, wo ich noch was rausziehen kann. Former Admin. Ist das wichtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Auf jeden Fall, da hätten wir noch was rauszuziehen. Und hier hätten wir auch noch einige Infos rauszuziehen. Cassandra Watergate. Mobile Phone. Ich nehme das mal mit. Wäre das denn eigentlich nicht schon? Nee, haben wir nicht. Okay. Das war nicht unnütz. Das ist, glaube ich, unwichtig, dass der bei Rosentech arbeitet, oder? Das ist doch ziemlich egal. Okay, New Portrait, das dasselbe war mal, damit uns das nicht immer wieder vor Ding. Ob das wichtig ist? Suggest Freedom Pass Route of Summer Watergate. Das ist eine Lust für eine Update mit Julie Cameron Suggestion. Das möchte ich mal noch nicht disablen. Hier wurde Rosentech, das disable ich mal. Da wird uns das nicht mehr. Wir brauchen jetzt irgendeinen Ort, wo Juliet und Harrington in den letzten 24 Stunden nicht waren. Ist die Frage, wie kriegen wir das raus? Wie? Das disablen wir auch mal. Das disablen wir auch mal. Lives with his mother. Uninteressant, hoffentlich. Vielleicht ist das noch interessant. Ich hoffe es. Wir haben noch 5 Data Chunks. Why would someone like O'Donnell own a health insurance for a family member? Gut, das scheint nicht ganz unwichtig gewesen zu sein. So, hier sind alle Devices offline. Wir haben jetzt hier noch. Das, da weiß ich nicht, ob das wirklich so wichtig oder unwichtig ist. Und hier haben wir, wo ich noch das nochmal Admin war. Wir nehmen das mit. 3 Data Chunks noch. So, dieses Bild disablen wir auch mal. Jetzt gibt's hier nix. Wasn't the Rose Office on the weekend despite not being ordered to over. Nee, das ist auch. Das disable ich, oder? Das ist doch uninteressant. Lost his phone. Nein. Interessiert uns doch auch nicht. Würde ich jetzt mal einfach sagen. Also ich hoffe, das stimmt so. So, komm, wir nehmen das jetzt mit. Das scheint mir vielleicht noch eher am wichtigsten zu sein. This is suggesting kind of what's supposed to be coerced to interpret by Julian Cameron, nonetheless incredible. Okay, das scheint gut gewesen zu sein, dass wir das mitgenommen haben. Possible hideout. Ja, nee, das ja eben nicht. Da ja eben nicht. Die wollen ja nicht da sein, wo sie vor
24 Stunden waren. Ich verstehe das nicht ganz, wie ich das gerade machen soll. Wir können gucken, wo die beide vor vier. Also, sie war nicht da. Da war er, ja. Wie soll ich denn hier einen Ort markieren, wo sie vor 24 Stunden nicht war? Weil da wird sie ja hingehen. Das verstehe ich gerade nicht, was ich da wie machen soll. Achso, da haben wir ja was ausgeblendet. Wir müssen noch die Tracking-Sachen. Oder wir suchen einen Ort, wo beide waren innerhalb der letzten 24 Stunden, oder? Ich weiß gerade nicht, was das Spiel von mir möchte, was ich da jetzt machen soll. Wir haben zwei Data Chunks. Elf Stelligan Avenue, da waren glaube ich beide. Dann disablen wir das mal. Huch. Elf Stelligan Avenue waren beide. 78 Orchid Drive. Manu, 78 Orchid Drive. Da war sie nicht, okay. 401 Malloy Court, da war er nicht. Genau, 22 Portobello Road. Da waren beide. Okay, ich probiere das jetzt einfach mal so. Ja. Penn Street 16. Da waren auch beide. Manu. Outskirts Camping Bonden. Okay, ich muss kurz husten, Entschuldigung. So. Tja. Wir haben nur noch zwei Data Chunks. Da ich nicht weiß, was dieses Spiel gerade von mir möchte, lade ich da halt so ein Ding hoch. Ist auch was für 4 PM, ne? One more upload, ja, genau. Bei ihr nehmen wir den Malloy. Achso, wrong profile, Entschuldigung. Ich verstehe es gerade echt nicht. Es tut mir sehr leid. Ich bin, glaube ich, zu doof. Wo ist denn Juliet? Juliet! Da. It's 4 p.m. I'm getting intervention in order to check all the locations you've mentioned. Now we would see what... Werden wir gerade wieder gehackt? Was? Orwell Exe reagiert nicht? Ich warte mal auf Antwort. Gehört das jetzt dazu? Ah, da sind wir wieder. Joseph, okay, da ist der Call. Initiate macht doch mit.
Oh, 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 oh. Okay, er hat sich... Abraham is dead, he died quite some time ago. Was? Was? Jules war das? Oh, jetzt redet sie direkt mit uns.
Hä? Es werden immer weniger. Wir haben den Tod verantwortet. Er vertraut uns nicht. Ich bin im Moment eher auf der Initiate-Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Thrown into the darkest dungeon als achievement, finally. I thought this disturbance would never end. The back end engineer said we had an unwanted guest. We already know it was thought. It's about time to undo them. We must be strong. We must show these people for what they are. The nation's safety is depending on it. Find a way to incriminate them together as a group. All we need is a hint that Abram Wolf had intended this group to carry out terrorist actions. We could trace the attack back to a remote PC. I will now manually unlock this PC for you. Ich möchte eigentlich eher mal hier gucken. Orwell. See as an advantage, Orwell. I won't gather much from you. Goodbye, investigators. You might find yourself in a position where you wishn't you had listened to my warnings. Device offline. Juliet, works at Rosen Coincidence. Bla bla bla. Rosen Internship. Ihn möchte ich aber eigentlich nicht an Orwell ausliefern. Das möchte ich eigentlich nicht. Da hätten wir Informationen, dass Goldfels da der, dass der das für terroristische Aktivitäten gegründet hat. Big Brother. House Life in the Nation. A home in Cape Town. Ich möchte ihn... Your sister in Bali? Ach so, das war... ach so, okay. Die Schwester ist in Bali. Nina Ree, sweetie, bla bla bla. Joseph, no idea who this guy is. Orwell. Checked IP so far, bla 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 bla. Mostly harmless, arrested. Need to visit him at Rosen. What the hell became of him?
Winston. Harrison O'Donnell. Multiple incitement of murder. He's such an Orton da. Catherine de la Croix. Ich möchte ihr eigentlich nachgehen. Secretary of Security. Inception of the Safety Bill. Dazu jetzt irgendwas Neues gefunden. Keine related documents. Notable Alumni. Studied criminal law. Member of party. Na. Ah, da war ein related document, das ist schön. Vielleicht finden wir da dann mal irgendwelche spannenden Informationen über sie. Ihr personal account. Meeting with NSEC Security. Ah, da haben wir ihr Handy. Ihr Handy! Contacts. Okay, eher uninteressant. Skychat. Francis, hey Mom. Francis ist also ihr Sohn. You lend me your car, bla bla bla. It's way too dangerous. Paranoid, are you at school? Ja, dass sie da mit einem Ad zusammen ist, könnte vielleicht auch noch interessant sein. Wir haben ja gerade keinen Advisor mehr. Well done, Lee, the Bombings. Bonden Bombings are a real blessing. Das, klingt sehr interessant. Under the spreading chest, natürlich Double Think. Errungenschaft freigeschaltet. Delacroix announced resignation due to revelations. Wir haben sie verknackt, die Delacroix. Government cancels Orwell. Okay. Terabytes von Daten werden gelöscht. Okay, und Juliet sagt, Thought wird erneuert, also wird es wiedergeben. Investigator wanted for arrest. Investigator entangled with the whether their home country will comply. Rainbird. Investigator at Orwell. Investigator's lab position. Bin ich denn jetzt irgendwo hier drin? Gehe ich mir selber nach, oder was? Was habe ich jetzt getan? Was habe ich getan? Oh mein Gott! Hallo, Big Brother. Oh, well. Osmodic Studios. Das wird Orwell dann wohl gewesen sein. Wie cool war dieses Spiel? Ich fand das richtig geil. Ich werde das privat auf jeden Fall auch nochmal durchspielen. Und mal gucken, wie es sich verändert. Jetzt, wo ich weiß, wer dahinter steckt, ob man darauf hinarbeiten kann, dass man das irgendwie alles verhindert. Das wäre mal interessant. Wenn ich jetzt weiß, dass Juliet hinter allem steckt, dass wir Cassandra nicht verhaften, dass wir Harrison nicht verhaften, dass wir irgendwie hinter Juliet her sind. Also das werde ich privat ausprobieren oder vielleicht mal im Stream, aber wahrscheinlich eher privat. Und ja, das war Orwell. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Auch wenn ich
häufig den Text nur überflogen habe, es tut mir sehr leid, sonst wäre es echt sehr viel Text gewesen. Aber ich kann es euch empfehlen, wenn das im Angebot ist, kostet es irgendwie 7 Euro im Humble Store. Wenn es nicht im Angebot ist, dann kostet es 10 Euro. Also das lohnt sich auf jeden Fall total. Es ist so ein cooles Spiel. Wie ich am Anfang mal gesagt habe und wie ich es irgendwo gelesen habe, das ist so ein Spiel aus dem coolen Teil von Watch Dogs. Also aus diesem Hacking-Teil ein ganzes Spiel gemacht. Und das ist, ich finde das richtig, richtig cool. Man ist auch immer so in so einem Zwiespalt. Nehme ich das jetzt irgendwie, melde ich das? Ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Und so weiter. Ist das irgendwie, das ist ja irgendwie alles so eine, so ein Eindringen in die Privatsphäre. Aber was ist vielleicht so im Sinne der Sicherheit der Nation? Ne? Was ist irgendwie, holla, immer irgendwie richtig geil. Richtig, richtig cool. Vom Namen her würde ich jetzt auf ein paar Deutsche oder zumindest Österreicher tippen hier. Bei den Testern. Manuela Uhr, Hannes Würz, Torben Ratzlaff. Klingt alles sehr deutsch, österreichisch, schweizisch vielleicht. Schweizerisch vielleicht. Made with Unity. This game is a work of fiction. Na, hoffentlich bleibt das auch ein Work of Fiction und wird nicht irgendwann zur Realität. Also Osmotic Studios, von meiner Seite her großen Respekt. Das war ein richtig cooles Spiel. Es wäre natürlich mega geil gewesen, wenn es das auf Deutsch gegeben hätte. Aber es hat schon sehr viel Text und da müsste man genau gucken, dass man das alles vernünftig formuliert. Auch diese Data-Chunks, die dann rausgezogen werden, da müsste man genau so übersetzen, dass auch die richtigen Data-Chunks, also dass der richtige Teil des Textes markiert ist und so. Also das ist, glaube ich, nicht ganz so leicht. Deshalb ist da, glaube ich, auch keine deutsche Version von geplant. Aber den größten Teil kann man eigentlich mit gutem Schulenglisch kann man den eigentlich verstehen. So, passiert jetzt noch irgendwas? Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir sind wieder im Hauptmenü. Ja, genau. Wir sind wieder im Hauptmenü. So, das war Orwell. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß daran wie ich. Und wir sehen uns am anderen Let's Play in den Rechtschreibfehlern, in einem Stream oder bei Aldi an der Kasse wieder. Bis dahin, euer Rainbird. Macht's gut. Tschüss, Jan!